zurück, Leute. Wir haben gerade den Prototyp getestet. Ich würde das gerne mal hier draufsetzen, aber das brauchen wir scheinbar nicht. Gut, wir nehmen natürlich wieder unsere Catherine mit. Und wir brauchen selbstverständlich auch Brandon. Den wollen wir ja mit in die Arche nehmen. Hoffentlich funktioniert das auch, wie ich mir das vorstelle. So, machen wir das erstmal auf. Brandon, herkommen. Ich habe kein gutes Gefühl. Brandon ist immer der, der ein bisschen schauen muss, ob da ein Gegner ist. Ich höre was. Ach, geh einfach weiter. Hallo? Jemand hier? Da können wir nicht rein. Was steht denn da? Da? Systemfehler. Oh. Da hat es einen Shaft. Auch Systemfehler vermutlich. Scheiße, jetzt irgendwo ein Feuerlöscher. Irgendwie da rein, wenn es geht. Bevor wir uns die anschauen. Jetzt auch kein Feuerlöscher, gehen wir hier rein. Oh. Hallo. Mich vorstellen, Simon. Zeig die mal an, ey. Hat die noch Augen? Nee. Warum lebst du überhaupt noch? Gott, ist die eklig. Die hat auch kein Feuerlöscher hier in der Bude. Gucken wir mal rein. Wer ist denn das? Ist das Terry Akers? Nee. Da. Angesichts der Umstände scheint hart eine gute Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur Prellung und Unterkühlung geführt. Da. Okay. Hier ist nichts Neues. Die reagieren auch auf gar nichts. Okay. Ich höre doch was. Da hat sich wohl jemand in Korallen aufgelöst. Okay. Terry Akers, Chief Factor at Delta, First Assessment. Brought in today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, underwater. Akers has clearly been consuming large amounts of structure gel. Okay, Struktur, der hat also die AI irgendwie gefressen. Ach, das ist der Typ aus dieser Bude, wisst ihr noch, im Ozean, der die Augen rumliegen gehabt hat. Oh, mein lieber Freund, du hast ganz schön Mist gebaut. Bösartige Zellmutation. Ah, da sind... Ja, vielleicht ist das auch der Grund für diese komischen Viecher, die mit dem großen Körperaufbau. Das sind bestimmt die Folgen daraus. Okay, medizinisches Labor. Mr. Frost. Da ist nichts, hier auch nicht. Da war mir eigentlich Brandon. Ach, Brandon liegt noch vor dem einen Tor da. Genau. Okay, was ist das denn? Nicht zu erkennen. Ist irgendwas ausgebrochen? Ah, Schritte.
Da kam irgendwas hier raus, hier lang und ja. Hat dann hier getötet. Sehr schön. Wir können die Tür umgehen. Was für ein großes Gebiet gerade hier zum Erkunden, ey. Wenn da mal keine Freunde auf uns zukommen gleich. Was haben wir denn hier? Checkliste. Arche-Projekt überleben, Personal an Selbstmord hindern, Sie und das Team losschicken, Personal beschützen, den Rest von Armageddon genießen. Da hat jemand aber... Oh! Brandon! Ich kann Brandon benutzen. Glaub's nicht. Wir gehen mal lieber den gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin. Dann triggern wir... vielleicht kein Monster. Mal gucken. Da bin ich links rumgegangen. Nee, Brandon haben wir... Nee, da bin ich nochmal links rumgegangen. Ich finde mir nochmal einen Feuerlöscher, das wäre ganz cool. Ich würde gerne die Tür aufmachen. Oder zumindest also das Fenster kaputt hauen. Ich habe Brandon hier reingeworfen. Nicht so gut. So, Brandon, komm mal mit. Oh doch, das ist auch der richtige Weg. Ich wusste, es ist eine gute Idee, Brandon mitzunehmen. Ich hab's ja gesagt. Oh, es funktioniert ja gar nicht, stimmt. Ich müsste ihn ja wie im Inventar tragen, damit das funktioniert. Scheiße, Brandon. Okay, macht nichts. Sind die alle tot? Oh, was stand da? Oh Scheiße, die Viecher sind doch schon hier drinne. Das hätten sie mir auch ruhig mal sagen können. Ich hab ein Problem. Oh nein, der Stuhl. Aber ein bisschen, der hat aber zumindest Arme. Das ist also schon ein bisschen weiterentwickeltes Vieh. Okay, was stand da nochmal mit Kreaturen? Mindestens drei. Elgar ist nicht alleine, mindestens drei zusätzliche Kreaturen. Okay, also haben die sich alle mit diesem Zeug infiziert? Mit dem Strukturmittel und dann, ja, Türverriegelung außer Kraft setzen. Okay, ich kann das Vieh also irgendwo einsperren. Gut, das... Warte mal, das ist die, der Raum hier, ne. Also das war hier der Raum bei mir, glaube ich. Wir gucken nochmal ganz kurz. Jetzt ist es nicht verriegelt. Da, okay, das ist, das sind wir also. Also wir könnten das Vieh rein theoretisch irgendwo einsperren. Wenn wir es klug anstellen. Ist ja, wenn das Vieh da reinläuft. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hat. Okay. Wie auch immer. Wir wissen also, dass wir es besiegen können. Wenn wir denn möchten. Zumindest teilweise gut. Brandon, komm mit.
Hat das vielleicht sogar funktioniert? Vielleicht habe ich ihn wirklich eingeschlossen. Okay. Ah, okay, das ist der Typ also. Infiziert. Schauen wir mal. Die AI ist scheinbar in ihm drinne gewesen. Das sieht zumindest ein bisschen so aus. Mh, lecker. Okay. Wo ist denn unser Freund hin? Ich weiß auch gerade gar nicht, was wir eigentlich machen. Wir wollen ja eigentlich weiter. Das Grundproblem ist, wir müssen also einen Bereich aufschließen, den wir eben noch nicht betreten konnten. Ich konnte jetzt aber auch nicht viel erkunden, wegen unserem Freund natürlich. Was haben wir denn da? Keine Ahnung. Gut, wir gehen mal weiter. Oh Gott. Wo habe ich Brandon hingelegt? Da ist Brandon. Okay, Brandon. Lauf einfach mal den Weg zurück. Ist die vielleicht wirklich eingeschlossen? Das wäre ja mega geil. Okay, die Elevator. Den wollen wir auf jeden Fall benutzen. Sicherheitsfehler. Bitte Verbindungsschip einführen. Something's missing. Gut, es fehlt ein Verbindungsschip. Echt? Kann ich das Ding was sagen? Stürmer! Brandon, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Right! That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Yeah. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you also, Brandon ist der Typ auf dem Stuhl, der hat den Chip. Tell Alice I love her. Sowas von überhaupt nicht eingesperrt. Oh, Scheiße. Okay, ich wurde entdeckt, scheinbar. Also scheinbar nur. Kann mich auch irren, natürlich. Oh nein, Brandon ist weg. Ärgerlich. Geh mal ganz schnell hier zurück, denn... Da war, glaube ich, so ein Heilding, wenn ich mich nicht täusche. Gut, die sind ja genauso schnell wie die davor. Das wird interessant jetzt. Also, wir müssen Brandons Tür aufmachen. Ich bin gerannt, deshalb kommt sie hier rein, oder was? Ach, komm schon! Lächerlich. Ah, Leute. Ich hab's probiert. Ernst jetzt? Du siehst mich nicht? Das war ein bisschen eng. Aber irgendwie die KI ist auch nicht die geilste, oder? Na, dem komm ich nicht vorbei. Ach komm, geh doch einfach wieder rein. Ja, schön. Geh nach links. Geh nach links gehen, sehr gut. Gut, also. Den Typen müssen wir doch irgendwie einschließen können. Ich gehe davon aus, dass es aber auch keine Lösung ist, dass der überall rauskommen würde. Ja. Bewegt sich weg. Weg. Gut. Also das Problem ist auf jeden Fall, dass wir entweder eine Feuerlöscher oder irgendwas Schweres brauchen, womit wir diese die Tür einhauen können. Vielleicht hier einen Stein mitnehmen? Naja.
können wir nicht. Ich mag diesen langen Gang nicht. Kaum Stellen zum Verstecken. Oh, wir haben Brandon verloren. Vielleicht finden wir den nochmal. Justin, nicht zurück, den Typen. Okay. Gibt's auch nicht viel. Überleben der Stärksten. Mich das Vieh bewegt sich durch diese Rohre durch. Aber wir hören erstmal noch eine Runde zu. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these. Erinnert mich gerade ganz stark an Alien Isolation, wer das gespielt hat. Just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Aber das Alien ist nicht ganz so cool. Okay, muss ganz kurz mal gucken. Wir haben hier das Ding angemacht. Wir haben hier hinten Brandon verloren. Da gibt es nochmal Heilung. Da gibt es Heilung, wenn wir noch was brauchen. Na, die transformieren sich wahrscheinlich auch alle noch irgendwann. Muss eben irgendwas finden, um das Fenster einzuwerfen. Ist ein bisschen bescheuert. Kann das sein, dass das Vieh immer mal wieder verschwindet? Hörst doch. Ein bisschen Angst. Jetzt kommt's wieder. Ich will mich nochmal ganz kurz einschließen, so. Das ist auf jeden Fall der Raum, den wir rein wollen. Das haben wir zugemacht. Wir schließen uns nochmal ganz kurz ein. So. Bleibende Ressourcen 14%. Ach, wenn wir genug abschließen, können wir auch was aufmachen wieder. Ja, hä? Das war einfach. Gut, schließen wir das ab. Damit entgeht uns natürlich ein kleiner Fluchtweg genau gegenüber von dem Raum. Das müssen wir eigentlich nicht machen. Der hat zwei Ausgänge und diesen geheimen Raum. Wir machen den zu. Können wir den zu machen? Ja, okay, sehr gut. Jetzt aber. Leute, jetzt müssen wir nur noch bis hinkommen. Lebendig. Hab ich das hier angehört? Jetzt hören wir uns das nochmal an. Stromer, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Tierchen. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle, be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. Ich gehe sowas von davon aus, dass wir dann rennen müssen wieder. Das Grundproblem ist natürlich, also irgendwo müssen wir scheinbar noch mal so einen Chip herbekommen, um den da einzuführen. Wo ist das Vieh? Also hier habe ich Brandon verloren, auf jeden Fall. Ich habe ihn gefunden. Ich glaube es nicht. Liegt Brandon jetzt vor dem Fahrstuhl?
dürfte eigentlich nichts passieren. So. Gehen wir zu Brandon rein. Ah, und durch das Fenster springt doch bestimmt das Vieh rein. Scheiße. Das ist scheiße. Es kommt. Das war eng. Alter Schwede, das war knapp. Brandon haben wir gerettet. Ganz wichtig. Komm, Buckliger, komm rein. Komm doch rein, trau dich doch. Traut sich eh nicht. Oh, ist ganz nah gerade. Irgendwie hat das Vieh immer so ein paar Zeitpunkte, in denen es auftaucht und manchmal nicht, gell? Oh, scheiße. Ganz beschissenes Timing. Ganz beschissenes. Läuft es auch noch so hässlich? Okay. Frage ist, kann ich mich trauen, zurückzugehen? Oder kommt es zurück durch das Fenster? Brandon Rand, da ist er. Sorry about before, Brandon. Sorry, we couldn't let you rest in peace. So, mit der Karte muss ich zurück zum Absperrraum auf jeden Fall. Ich wusste, er kommt wieder. Also die Encounter, also die das Monster auftauchen, ist scheinbar nicht zufällig, sondern ein bisschen vorbestimmt. Also wenn er da durchgeht. Geht ja scheinbar wieder die Runde, oder? Wenn die Runde geht, dann werden wir uns einfach direkt rausschleichen. Oh ne. Komm wieder zurück. Bitte nicht. Oh oh. Ach Monster, komm schon. Wir warten mal ganz kurz hier, bis er vorbei ist. Und machen hier mal einen Cliffhanger-Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.